Hallo und herzlich willkommen meinem Tuxer. In diesem Video nochmal ganz kurz gezeigt, wie man auf dem Tuxedo auch etwas zocken kann. Und zwar habe ich meinen PS4-Controller per Bluetooth angeschlossen. Ganz normal auf Verbinden gehen, der wird auch sofort erkannt, ohne Treiber, ohne irgendwas nachzuinstallieren. Der läuft quasi out of the box. Jetzt werde ich mal OpenLara starten. Windows-Version oder PS4-Version, weiß ich gar nicht so genau, aber ist egal, beide funktionieren. Alt Enter, dann haben wir das Ganze auch im Vollbildmodus und schon kann man ganz normal spielen. Hier lasse ich alles so wie es ist. Und keine weiteren Einstellungen vor. Steuerung können wir noch mal eben gucken, weil eine gewisse Taste ist hier vertauscht. Aber ist egal, das lassen wir erstmal so für den Test. Ich gehe hier auf Spielen, Laden, da haben wir noch nichts. Dann gehen wir einfach mal auf Starten. Also, das Intro können wir uns, denke ich, mal schenken, das kennt ja jeder. Weil wir wollen ja zocken. So, und hier hätten wir schon unsere Lara. Gestartet im Level 1. Wie man jetzt vielleicht schon erkennen kann, läuft es verdammt flüssig. Ich drehe mich mal hier so ein bisschen im Kreis. Also da ruckelt gar nichts. Das läuft auch ohne Grafikkarte. Nur mit diesem Iris-Chipsatz, weil mehr ist es für mich nicht. Das ist für mich keine Grafikkarte. Und dafür muss ich sagen, läuft das verdammt flüssig. Ich sehe gerade, die Tasten sind hier nicht vertauscht. Ich muss mal ein bisschen Feintuning anlegen. So, ich laufe noch mal eben bis zu den Wölfen. Weil an der Stelle hat es oft bei Windows hat es mal schon ein wenig geruckelt. Auf dem Tuxedo ist jetzt hier auch Windows 10 installiert. Und eigentlich war die Absicht, diesen zum Zocken zu benutzen. Die Windows-Partition. Aber da Lara auch auf Linux läuft, kann ich Windows 10 glaube ich auch wieder runterschmeißen. Herrlich. Es läuft richtig flüssig. Na ja, die eine Taste ist jetzt hier vertauscht. Warum auch immer. Und zwar ist normalerweise Waffe ziehen auf Dreieck und ist mit Springen vertauscht. Gut, ist jetzt für den Test erstmal uninteressant. Ja, herrlich. Das waren die Wölfe. Das war's. Also, wie gesagt, es läuft alles bombenmäßig und flüssig. Klar kann man sagen, das Spiel ist von 1998, oder nee, Quatsch, von 1996. Aber hier ist immer noch ein Mod drauf, dieses OpenLara Mod. Also ist schon eine Art HD-Grafik. Gut, das wäre jetzt Tomb Raider 1. Ich beende das mal eben. Und öffne mal Steam. Jetzt möchte ich mal Tomb Raider 3 spielen. Ich glaube, da müssen wir einmal über Setup rein. Genau, hier müssen wir einmal die Grafik ein bisschen hochschrauben. Ich gehe mal hier auf volle Pulle. 1000, was steht da? 1280 x 1024 True Color 32 Bit. Und hier wird auch sofort der PS4-Controller erkannt. Das war bei Windows auch nicht. Da musste man irgendwelche Zusatztools installieren. Hier nicht. Ja, das Spiel ist von 98. Das ist richtig. Hier sehe ich gerade, die Grafik hier ist nicht richtig eingestellt. Aber das kann man auch ganz easy jetzt hier noch mal ein bisschen korrigieren. Aber wie wäre denn volle Pulle? Auf voller Pulle. Das ist doof, ne? Das ist doof.
Ja, so, ne? Oder so. Nehmen wir mal diese Einstellung. Was kommt etwa hin mit meinem Bildschirm? Da ich gestern schon ein bisschen gezockt habe, mache ich einfach mal hier weiter. Beim Tempel. So, das wäre jetzt Tomb Raider 3. Mal gucken, ob die Tasten jetzt vertauscht sind. Nein. Jetzt sind die Tasten wichtig. Prima. Und auch wie man hier schön erkennen kann, läuft alles wunderbar. Wie geschmiert. Passt der Sprung? Nein. Ah doch, er passt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hier herlaufen muss. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Auch mit dem Wassereffekt ruckelt gar nichts. Also ich bin mit dem Tuxedo absolut fasziniert. Ups, nein! Jetzt werde ich bestimmt gepiekst von den Fischen hier. Deswegen werde ich hier mal schnell mich verkrümeln. So, was können wir noch machen? Wir können kriechen, können wir. Hier leider keine Gegner, weil ich die jetzt schon alle eliminiert habe. Ja, jetzt so langsam geht der Lüfter ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hört. Aber es läuft alles flüssig. Ich kann hier nochmal so ein bisschen drehen. Also da würde ich sagen, das ist astrein. Und viel mehr muss ein Computer auch nicht können, was Zocks angeht. Tomb Raider 1, 2, 3 muss laufen. Der Rest ist egal. Ist ja klar, ist ja logisch, ne? Schon mal diese blöden Piranha-Fische. Die wollen mich nur aufpieksen. Komm, piekst mich einmal auf. Game over. Gut. Ich würde sagen, Test hat funktioniert. Alf F4, kommen wir hier wieder raus. So, wie habe ich Tomb Raider 3 installiert? Eigentlich ganz einfach über den Shop. Tomb Raider eingeben, bezahlen und downloaden. Dann in den Bibliotheken muss man einfach nur hergehen und auf das die kleine Einstellungs auf das Einstellungssymbol klicken. Eigenschaften. Und da muss man hier das Ganze dann hier drüber aktivieren, genau. Genau, und hier habe ich ausgewählt, hier hat man so verschiedene Möglichkeiten, etwas auszuwählen, und mit der 3.7-8 der Version von Proton läuft Tomb Raider 3 perfekt. Und was läuft noch perfekt? Natürlich auch Tomb Raider 2. Ich weiß gar nicht, ob ich hier Setup. Ich starte einfach mal direkt. Ich musste noch ein paar Korrekturen vornehmen mit der Joystick-Einstellung. Ja, hier sieht man vielleicht, wird das Bild zwar sehr klein dargestellt. Hätten wir jetzt Tomb Raider 2. Auch Tomb Raider 2 läuft, wie man sieht. Gut, jetzt testen wir nochmal, ob wir Tomb Raider 2 nicht auch im Vollbildmodus spielen können. Dazu gehe ich mal auf die Konfiguration und mache den Haken bei Windows im Fenstermodus, mache ich mal weg. Hier mache ich mal auf Vollscreen und drücke dann auf Start. Und dann drücke ich einfach nur auf Spielen und auf Tomb Raider 2 starten, natürlich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Tomb Raider 2 auch im Vollbildmodus läuft, und siehe da, es funktioniert. Das machen wir mal weg. Wir starten es einfach nochmal neu. So, wieso bin ich hier stehen geblieben? Ach ja, genau, ich bin da gerade. Die Leiter hat sich ja gerade bei mir verabschiedet.
den Spiegel nicht vergessen. So, das war mein kleiner Test zu Tomb Raider 2 und 3. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!